solchen Konzept. Meine Arbeit beginnt immer im Vorfeld. Das heißt, du triffst dich mit dem Brautpaar. Ich treffe mich mit dem Brautpaar oder wir telefonieren. Dann erstmal machen wir Hochzeitsanladungen mit einem individuellen Hochzeitslogo. Für jedes Paar so ein persönliches Symbol, der immer wieder als Motiv überall vorkommt. Also das heißt, überall auf den Einladungen, auf den Platzdeckchen, auf Namensschildern, was gehört noch dazu, Details. Menükarten, Sitzordnung, Gastgeschenke, Dankekarte am Ende, alles, was das Herz begehrt. Alles hat dasselbe Motiv, hat es im gleichen Stil gemacht und findet sich wieder in alle Elemente von der Grafik. Sehr schön, das heißt, du arbeitest auch sehr eng mit dem Dekorateur wahrscheinlich zusammen. Das stimmt. Eine gelungene und schöne Atmosphäre bei einer Hochzeit, es ist immer eine Zusammenarbeit von professionellen Dienstleistern, die als eingespieltes Team zusammenarbeiten und wirklich diese schöne, gefühlvolle und intime, auch böse manchmal Atmosphäre zusammen kreieren. Und dann ist es perfekt. Also aus deiner Antwort höre ich heraus, dass es auf jeden Fall vorteilhafter ist, mit Menschen zu arbeiten, mit anderen Dienstleistern, die man schon kennt. Und natürlich die Professionalität ist ein absolutes Muss, dass jeder Dienstleister weiß, was er zu tun hat, richtig? Ja, auf jeden Fall. Wenn man länger zusammenarbeitet, man liest die Gedanken voneinander. Man muss nichts sagen, man macht einfach zusammen und die Sachen, die rauskommen, sind einfach wunderschön und es macht unheimlich Spaß. Ja, das kann ich mir gut vorstellen, der Meinung bin ich nämlich auch. Was macht für dich den absoluten Erfolg einer Hochzeit aus? Die wichtigsten sind die Kleinigkeiten. Wenn bei der Kleinigkeit alles stimmt, dann ist eine Hochzeit perfekt. Welche Trends und Tendenzen gibt es jetzt in diesem Moment im Grafikdesign? Was die Hochzeitspapeterie angeht, sind auf jeden Fall auch die klassischen Sachen dabei, aber auch was Neues, zum Beispiel Kalligrafie, Veredelungen aller Art, Gold, Silberfolie. Aber nicht alles auf einmal. Nein, kann man auch. Dafür braucht man einen Designer. Das ist auch schön.